So, hier kommt Diego Brandt aus dem FKS Gym in Ludwigsburg. Jung, schon sehr kampferfahren. 13 Kämpfe. Aslan Schadler! Aslan Schadler aus der Tiger Sport Akademie. 7 Kämpfe bereits mit 13 Jahren. Aslan Schadler! Diego Brandt in der roten Ecke vom FKS Gym in Ludwigsburg gegen Aslan Schadler in der blauen Ecke aus der Tiger Sport Akademie. Beide 13 Jahre jung, minus 55 Kilo. Kampf geht über 3x1,5 Minuten. Diego für seine 13 Jahre schon mit viel Kampferfahrung, 13 Kämpfe, 9 davon gewonnen. Aber auch Aslan hat schon 7 Kämpfe. Bin sehr gespannt. Aslan hier direkt mit der aggressiven, aber Diego mit dem Frontkick. Bleibt dran und macht auch Druck. So. Diego in der Ringmitte, dominiert so ein wenig. Verwandt hier noch die Ringecke. So, weiter geht's. Diego mit einem Kick ins Leere, bekommt dann den Konter. Und Aslan macht Druck. Hier hält ihn auf Distanz, spielt seine größere Reichweite aus. Jetzt mit einem guten Low-Kick. Und endet im Clinch. Aslan mit den wenigeren Kämpfen, aber macht das hier wirklich sehr gut. Wirkt ein wenig fitter, aber bekommt jetzt auch den Jab Cross. Sieht technisch schon sehr gut aus bei beiden. Aber Aslan wirkt fitter. Und jetzt eine starke Rechte. Die hat gesessen. Ist wieder ein bisschen wild. Diego befreit sich. Ist nicht beeindruckt. Ja. Versucht den Kick, hat leider nicht getroffen. Und eine gute Linke jetzt von Diego. Boah, stark gefangen. Jetzt. Starke Runde von beiden Kämpfern. Aslan am Ende wirklich nochmal Druck gemacht, aber auch Diego mit dem gefangenen Kick und einem Schlag hinterher. Guter Kampf von beiden. Gespannt, wie Aslan jetzt seine größere Reichweite einsetzen kann. Diego muss auf jeden Fall rein in den Mann. Diego wartet erstmal ab, aber kann den Kick setzen. Und guter Konter hier von Diego. Starker Kick zum Kopf von Diego. Landet jetzt gerade die klareren Treffer. Ja, gut ausgewichen von Aslan. Ja, jetzt spielt er wieder die Reichweite.
Aber Diego fängt den Kick wieder. Die linke von Diego kam hier durch. Gut ausgewichen, gekontert von Diego hier. Jetzt kam die linke durch. Diego wird hier verwarnt. Nach dem Break nochmal weitergeschlagen. Und jetzt macht er aber Aslan Druck. Jetzt macht. Diego versucht sich zu befreien über den Kick. Diego macht das wirklich gut, verteidigt die Kicks stark, indem er sie fängt und direkt in den Konter geht. Aslan versucht natürlich noch seine Reichweitenvorteil auszuspielen. Sehr, sehr ausgeglichen. Bin gespannt, was die beiden jetzt in der dritten Runde liefern. Man sieht natürlich auch die Kampferfahrung auf beiden Seiten. Technisch ist das schon anspruchsvoll, was sie hier liefern. 13 Jahre jung, darf man nicht vergessen bei beiden. Und Rückfahrt zur dritten und letzten Runde. Aslan geht nach vorne, trifft die Chaps nicht direkt. Bringt ihn jetzt in die Ecke mit den Frontkicks. Kann er ihn halten? Hält ihn in der Ecke. Guter Lowkick. Oh, zwei starke Lowkicks von Aslan. Jetzt wehrt sich aber Diego. Der Lowkick kam wieder ins Ziel von Aslan. Jetzt zielstrebig nach vorne. Diego jetzt mehr in der Rückwärtsbewegung. Reißt ihm hier den Helm runter im Eifer des Gefechts. Kampf so lange unterbrochen. Nichts passiert, weiter geht's. Aslan wieder direkt zielstrebig nach vorne und Diego fängt den Kick wieder. Selbes Spiel wie auch in den Runden zuvor. Er kann nur den Feger oder den Konter nicht setzen. Aslan setzt ihn hier wieder unter Druck, bringt ihn immer wieder Richtung Ringecke und in die Seile. Diego jetzt mit der Doppeldeckung und da fliegt wieder der Helm. Mal der Hinweis an das Trainerteam, das nicht gecoacht werden soll. Und Diego bekommt jetzt hier nochmal richtige Anfeuerung aus dem Publikum. So, beim nächsten Mal Helm gibt es einen Punkt Abzug. Und Aslan macht Druck. Macht wieder Druck. In den letzten Sekunden. Jeder haut noch mal raus, was geht. Diego lässt sich schon mal feiern. Das 15. Urteil, Sieger nach Punkten. Der Kämpfer aus der blauen Ecke, Aslan Shagler. Verdienter Sieg in meinen Augen für Aslan. Er hat zwar weniger Kämpfe, hat aufgrund seiner Reichweite aber ganz klar dominiert, hat ihn oft in die Ringecke getrieben.